Ja, hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. So. Nein, E5. So. Weil er E5 gezogen hatte, deswegen lasse ich ihn einfach nochmal ziehen. Enter. Königsgambit. Da ist so ein bisschen das Problem beim Challenger 10, weil man könnte ja auf die Idee kommen, wenn man da keine Lust hätte, von oben nach unten, wenn er weiß hat, quasi D7, D5 als E4 einzugeben, dann könnte man sich einfach auf die Idee kommen, ja, dann mache ich einen Zug, E4, der macht dann meinetwegen E5 und dann drücke ich Enter oder was und dann macht er wieder einen Zug und ist wieder mit Weiß von unten nach oben dran. Geht nicht. Damenhafischach, man kennt es ja. Die beste Variante der Welt. Und der Europa ist natürlich aus dem Buch, das kennt er nicht. Solche merkwürdigen Openings sind ihm nicht bekannt. Was ist das, Lippo? Ja, G2, G3. Na da. König G2 ziehen würde, E2 ziehen würde, was schon recht eigenartig. Weiß gar nicht, wer das überhaupt machen könnte. Vielleicht werden Stockfisch gegen ihn, könnte er es bestimmt machen. König E2. Wird er noch gewinnen. D6. Ja, mit der Idee, Dame E4 schlägt. Das gewinnt natürlich nicht die. So. Das gewinnt natürlich nicht die Qualität oder irgendwas, weil Dame E12, D6 schlägt, Dame E4, Dame E2. Da wäre die Dame ja gefesselt, also der Turm könnte nicht geschlagen werden. So, da muss der Polger erstmal. Ne, der. Mephisto Europa natürlich. Wenn man mal bedenkt, was der für eine schwache Hardware hat, da fällt mir gerade ein paar schwache Hardware, da ist der Lippo, das ist dein Zeichen. So, sagen wir 5 Sekunden pro Zug. So. Ich habe heute Novak gesehen. Ich weiß sogar nicht mal den Namen. So, es war von. Okay. Das war wohl etwas spielstärkerer Novak. Aber von 2003 oder so. Da war auch 1 Kilobyte RAM. Wie bei den Seitegeräten. 1 Kilobyte RAM. Ich frage mich, ob die da verschenkt wurden. Weil. Hallo. Weil ehrlich, 2003? Wo wurden da 1 Kilobyte RAM Bausteine verbaut? Weiß gar nicht. Taschenrechnern? Vielleicht? Man weiß es nicht. Aber immer noch besser als 256 Byte wie bei Emir. Ich habe heute übrigens der München. Da wird es erst nicht tun. Da muss ich wirklich sehr fest das Netzteil. Also ich muss es etwas fester, also nicht hier mit Granatenpower. Schon etwas fester rein. Das verliert. Läufer B5. Mal gucken, was sieht. Läufer B5 und wenn er nimmt, Springer C7. Ach komm, jetzt enttäuscht du mich aber sehr. Das ist jetzt aber enttäuschend. Warum sieht der Läufer B5 nicht? Geht das aus irgendeinem Grund nicht? Hä? Okay. Ich lasse mal ganz kurz den Polger ziehen. Mal gucken, ob er das sieht. D5, C7. Warum sehen die das nicht? Seid ihr dumm? Und jetzt lasse ich mir mal zeigen, was kommt denn auf den. Zack. Was ist denn los hier? Ja, F8, B4. Da zieht der König eben beiseite nach. F1 geht ja nicht. Na, König F2. Dann machen wir eben. Wo ist denn da das Problem? Was sind da für Züge, die die machen? Und Springer A6 und die Dame ist weg. Wo ist denn das Problem, das zu sehen? Memory ist das ja. Dame D1, Läufer, Läufer B4, König, Läufer F8, Läufer zurück. Und jetzt möchte ich mal gucken. Da muss es ja zwangsläufig auch Memory sein.
Ich habe keine Funktion, kann ich einfach so zurücknehmen? What's going on here? Darf ich wieder zurücknehmen? Ach, was ist denn los hier? Ich kann keine Züge zurücknehmen? Was ist denn los? Book, Stop, On, Reset, Play, Position, Memory. Warum gibt es denn Memory-Taste, wenn ich keine Züge zurücknehmen kann? Ist er dran oder was? Ich habe noch nicht richtig gedrückt. So, mich würde doch mal interessieren, welche Spielstufe ich ihm geben muss, dass er das sieht. Das sehe ich auf den ersten Blick. Enter? Wahrscheinlich muss ich nichts drücken. Okay. Wir ändern mal den Level. Level. Okay, why it's not going? Was los? Was so drücken hier? Wir nehmen mal Level 4. Enter. Und dann lassen wir ihn nochmal spielen. Drücken dann auf Info. Okay. Springer C7. Warum machen die den nicht? Das sehe ich auf den ersten Blick. Läufer B5. Und wenn die Dame schlägt, Springer C7 Schach, dann ist die Dame einfach weg. Das kostet einfach nur die Figur. Einfach nur die Dame. Warum sieht man das nicht? Die richtigen Springer C7 schlägt Schach. Die wollen die Qualität haben, aber die Dame nicht. Das ist ganz merkwürdig. Hm. Er will es nicht. Da brauche ich gar nicht überlegen. Läufer B5, Dame schlägt B5, Springer C7 Schach, König anyway, Springer B5 schlägt. Dame, Figur für Dame. Da macht man nur nicht Springer C7 schlägt. Weil es ein Schachgebot ist oder warum? Schachgebote first? Das ist aber enttäuschend hier. Meine Güte. Also der MM5 würde das garantiert sehen. Obwohl er rechnet ja auch Schachgebot. Schlag und Schachzüge bevorzugt. Das Problem ist, es ist ein stiller Zug. Es ist kein Schach. Es ist kein Schlagzug. Kann das sein, dass der Europa das nicht sieht? Also ihr habt ja gerade gesehen. Läufer nach B5. Wenn die Dame schlägt, Springer C7 Schach. Das ist ein ganz bekanntes Motiv. Vielleicht sehe ich das deswegen sofort, weil ich das Motiv kenne. Das ist so Mustererkennung. Das ist ja das Wichtige im Schach. Man kennt das Motiv, das Muster. Dame nach B5, Springer C7, die Gabe, das, Ablenkung ist das. Also die Dame wird von C7 abgelenkt nach B5 und dann ist das Schach. Sie sehen das nicht. What's going on? Wegen Läuferschach oder warum? Das hier gehe ich beiseite. Oder denken die Läuferschach C3, Bauer schlägt und dann Bauer schlägt C3, Läufer schlägt Schach. Das ist doch alles Kappes. Eigentlich sollte das ja Partie werden, aber jetzt wird es anscheinend eher hier. Wann erkennt er es? What the heck? Mein erster auf Bruce Forsyth, mir hat das wohl übersehen. Bei 5 Sekunden. Das Ganze artet jetzt in ein ganz anderes Video aus. Wann wird der Europa erkennen, dass Läufer B5 gewinnt? Erkennt das überhaupt? Könnt ihr mal ihm ein höheren Level geben? Es geht jetzt mittlerweile nicht mehr um die Partie, sondern um diese Position hier. Sagen wir ruhig Turnierzeit. Und hier in dieser Stellung lassen wir ihn mal ziehen. Info. D5, C7. Also da sind diese ganz geil drauf auf D5, C7. Also gerade Bruce Voss müsste der den sehen. Weil Bruce Voss rechnet ja alles durch. Also muss Läufer B5 auch gerechnet werden. Wenn er jetzt extrem selektiv wäre, dann würde ich ja einsehen hier. Wohingegen hier der Mephisto Europa immer noch meint, Springer C7 schlägt, wäre der beste Zug der Welt. Ganz komisch. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass es ein stiller Zug ist. Ich kann ja gleich mal auf selektiv umschalten. Ob er das dann irgendwo sieht. Was haben wir jetzt verbraucht? 40 Sekunden ist er jetzt. Wo steht denn, was er gerade momentan gerechnet? Dame D1, D4, okay. Rechentiefe 4, also wird das nicht mal finden, tippe ich mal. Läufer G2. Läufer H3. H3. B4. Also er rechnet ja alles durch. B3. G1 F3. D1, D2 und er tappt auch noch im Dunkeln.
interessant. A1, C1, okay. Da kommt da A4. Also, wenn er Bruce Force rechnet, dann müsste er den Zug aber auch rechnen. H4, G1, H3, D1, H5. Warum nicht mal die Läuferzüge dran? Also, als Frage einfach mal Turm AB1. A3, F4, E5. G3, G4. F1, jetzt hat er F1, B5. Dame schlägt Springer C7, weil Springer C7, das ist. Ach, das ist wieder runter von dem Zug. Warte, ich glaube, das ist jetzt doch da. 5,53. Dame F3. Das ist nicht euer Ernst. F1, B5, F8, B4, C3, Dame D4, C3. Den müsst ihr gar nicht machen. Also wichtig ist Läufer B5. Wohingegen hier ein Kumpel Europa immer noch Probleme hat. Jetzt kann das sein, dass der Europa Bruce Force rechnet? Dass er deswegen bei der langsamen Geschwindigkeit der Hardware da nicht drauf kommt. Ja, ist klar, wenn man nimmt, ist klar. Man hat zwei Optionen. Man lässt sie stehen. Ne, drei. Man lässt sie stehen, man gibt das Schachgebot oder man schlägt. Ja gut, oder Dame die sieben sind vier Möglichkeiten. Auf Läuferschach würde ich einfach König F2 ziehen. Natürlich nicht König F1, weil der Läufer im Schach fällt. Das wäre natürlich total der Reinfall. Läufer D2 könnte man auch machen. Weil es macht nichts kaputt an der Variante. Läufer B4, Läufer D2. Wohingegen er noch im Dunkeln tappt hier. Er sieht es nicht. Ich kann jetzt aber nicht sehen. Also er hat natürlich die besseren Eingabemöglichkeiten. Braucht aber auch schon so seine Zeit. Ich kann ja mal gucken. Ich gebe mal Funktion, mach mal hier auf Selektiv, mache ich mal Selektiv 5, sollte das Beste sein. Und machen das Ganze mal auf Selektiv. Springer C7, ED8, D1, D4 kannst du alles vergotten. Selbst wenn es die Qualität bringt. Also, wenn man Springer C7 schlägt, macht Schwarz, sieht, dass meinetwegen was droht, dann freut er sich. Ja, König beiseite, Springer A8, A6, dann droht zumindest diese Sache nicht mehr und dann ist ja der Springer in der Ecke gefangen. Na gut, Springer C7 dann wieder zurück. Läufer B5, jetzt hat das. Mit einer Bewertung von 5,55. Also auf Selektiv sieht das schon bedeutend schneller. Deswegen habe ich so den Verdacht, der Europa macht Bruce Force. Wie lasse ich ihn eigentlich spielen? Er sieht es nicht. Springer C7. Was will man da machen? Ja, interessant, dass die so lange brauchen, weil Bruce Voss natürlich recht lange und dann macht das halt, der eben Europa tappt noch im Dunkeln. Denn gibt es hier irgendwie eine Reset-Funktion? Ich habe die wirklich sehr selten an. Vielleicht On und Stop. Ach hier, Reset. Ich habe jetzt zwei Tasten gesucht. Ja, eine interessante Sache ist natürlich ganz klar, Läufer B5, das ist ein ganz klares Motiv. Habe ich schon mal gesehen. Das Motiv ist die Springergabel auf C7. Und so ist der Damenverlust nicht zu vermeiden. Er spielt halt sehr schwach auf Bruce Force. Weil er rechnet ja, man hat ja gesehen, was er durchrechnet. H3, Dame H5, Turm B1, Turm C1. Also auch den Crap. Also so kann man sich auch vorstellen, hat die Deep Sword damals gerechnet. Der hat jeden Scheiß gerechnet. Deswegen braucht er da auch Millionen von Positionen. Weil das meist ja eh nur Schrott war. So, ich bedanke mich auf jeden Fall. Da muss ich bei München demnächst mal diesen Netzteil an dieser Platine da dran. Das ist ja der kleine Netzteilanschluss und den austauschen. Ich hoffe, das geht ohne Löten, dass ich den einfach irgendwie rausnehme und dann einen anderen reinmache. Oder da muss man bestimmt löten für. Könnte ich mir nicht vorstellen, dass es ohne geht. So, sei es wie es sei. Tschüss, bis zum nächsten Mal.